Halb Mädels und willkommen beim Speedshop. So, heute kommen wir was anderes. Ja, seit kurzer Zeit ist hier in der Nebenhalle, die hier so vor sich hinsteht, da seht ihr die? Da hinten das Licht. Warum ist denn da Licht? Hier ist jemand, die jeden Abend an Schräubeln, der Harald. Da seht ihr. Ab 5 Uhr am Strom sparen und nur einen Scheinwerfer an. Und er sitzt da und bastelt an seiner Kiste rum. Ich mache mal eben Licht an und dann zeige ich mal eben, was da abgeht. Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, so im Dunkeln. Richtig lustig. Aber wir wollen mal ein bisschen Strom verschwenden, weil ganz dunkel ist ja auch langweilig. Ihr seht mich jetzt gerade auch nicht, ne? Oh. Hier, die Autos, die vermehren sich hier. Jetzt haben wir zwei Turbolinos. Aber einen guten, ne? War zwei gute. Aber einen mit Pinselbedarf. Harald, was machst du denn da? Das sieht ja wie der Bundeswehr aus hier drin. Ja, es wird ein Bundeswehrauto. Astra MO Olivgrünrollen. Nein, weil die deutsche Bundeswehr, die hat Probleme mit Autos und mit Fahrzeugen. Die brauchen wohl ordentlich. Ich dachte, wir wollen noch ein kleines bisschen unterstützen. Ja, und da nehmen wir das. Aber wir haben heute Nacht noch viel zu tun, den müssen wir morgen früh abgeben. Das ist auch für geeignet. Dann machen wir so. Hier schön mit Mipa-Lack von der Bundeswehr. Ne, den habe ich noch liegen gehabt. Das ist der beste Lack, den du für sofort nehmen kannst, denke ich wenigstens. Der streicht auch gut. Der ist gut, ne? Der streicht gut, ja. Du, was davon die beim Bund nehmen, ist immer das Beste. Ja. Die sollte man gebrauchen. Ja, siehst du doch. Brauchst du ja auch. Aber wenn du das alles mitnimmst von der Bundeswehr, dann haben die natürlich keine Farbe mehr auf ihren Fahrzeugen. Genau, deswegen haben die alle Rost. Deswegen gammeln ja die Autos mal durch von denen. Deswegen fliegen die Flugzeuge wahrscheinlich auch nicht. Ich habe so eine Einschichtlack für Flugzeuge da. Ja. Hundertprozentige Nummer. Schön. Hast du jetzt dran gemacht an der Kiste? Erzähl mal. Ist das denn jetzt richtig, was ich hier mache? Das machst du richtig. Ja. Wir haben vorher mit Rostumwandler gearbeitet. Okay. Und da wird jetzt hier dementsprechend, hat eingewirkt und wird jetzt dementsprechend übergepinselt. Das ist okay. Ja. Der nächste Gang ist, wenn das trocken ist, dann werde ich die Verkleidung und die Rückbank rausnehmen. Ja. Dann gucken wir danach. Ich hab schon geguckt, ne? Guck mal hier. Ja. Sieht gar nicht mal so übel aus, das Ding. Hier. Was schon mal unter dem Teppich hier gewesen? Guck mal. Ja, schön. Richtig schöner Zustand. Hier ist ja gar nichts mit. Da müssen wir gucken, ob wir da auch noch Rost finden. Nicht viel. Also hier ist ja auch schon gearbeitet worden. Ja, genau. Ich muss hier noch schweißen, ne? Ja. Das kriegen wir aber auch noch hin. Das ist nicht das Problem. Aber es wird langsam, ne? Vor allem ist das schön jetzt. Der ganze Boden war ja total rostig gewesen. Unterm Teppich ist ja aufgescheuert über die Jahre, ne? Und jetzt mit diesem Lack ist natürlich ganz neuer Glanz. Alle Zierleisten sind drin abgeschraubt. Der Beifahrersitz ist raus. Der Fahrersitz war schon hier, war noch eingebaut. Du musst da auch, ne, andersrum. Der Fahrersitz, der war nicht mal eingebaut. Der Beifahrer war noch eingebaut. Richtig. Bisschen nackig gemacht die Kiste, jetzt kommt da ein bisschen Farbe drauf. Und dann ist das gut, ne? Das ist ja hier, ne? Das ist ja keine, das ist ja Spezial hier. Das ist gut. Nein, und wichtig ist, dass wir haben keine Roststellen mehr. Genau. Wir haben jetzt ganz solides Blech. Ganz solides Blech. Und wenn da jetzt der Anstrich in Bundeswehrfarbe raufkommt, dann gehen wir sicher, dass das lange Jahre mitgeht. Genau. Wie gesagt, ich habe auch schon ein paar Ideen gehabt. Den Mitteltunnel werden wir, den wird Harald nachher mitstreichen. Und nachher machen wir den Mitteltunnel dann mit einem Bitumenmix, machen wir den komplett schwarz wieder, den Tunnel, der in der Mitte ist. Nur den Tunnel. Dann haben wir so einen kleinen Akzent da drin, von der Farbe her, der auf so einen dunklen Teppich passt. Genau. Ne? Der Zierleisten wird noch gestrichen hier vorne. Wir gehen ganz einfach davon aus, dass das ein schönes Gurkenfahrzeug wird. Dafür ein astreines Gurkenfahrzeug. Ich meine, du sagst ja, du willst mehr von den Dingern haben, ne? Wenn du den einmal fertig hast, diesen hier, ne? Den kaufen wir den nächsten. Dann kennst du die aber auch. Weil das ist ja einmal alles, ne? Ja, dann brauche ich dich nicht mehr. Genau, dann kannst du die alle zerschrauben. Das ist ja furchtbar. Was soll ich ohne dich? Ja, ich bin ja nicht weg, ich bin immer noch da. Ich renne nicht weg. Siehst ja, ich bin ja nur eine Tür entfernt. Ja, genau. Das ist ja der Vorteil bei uns hier. Nee, aber ohne Scheiß, substanztechnisch, fast schon beeindruckt gewesen. Ne? Also der vom Blech ist ja wirklich gut. Ne? Der lief ja schon in Texas, lief der schon. Der lief in Italien, der lief überall. Ja. Das ist auch in Deutschland. Der läuft aber nicht mehr, weil er keinen Motor mehr hat. Und Schleswig-Holstein lief er, der lief in Texas und er lief in Italien. Ja, der hat alles durch. Und wir haben alle historischen Unterlagen. Das ist cool, ne? Habe ich auch gedacht. Riesengroßen Block und dann noch mit allen möglichen Anleitungen dabei und sowas. Super Projekt.
Kannst sagen, was du willst. Genau, war bloß ein bisschen teuer, aber besser zu teuer, als nicht zu kriegen. Genau. Und ein Mofa weniger. Und Ich bin gespannt, was die 10 Mofa sagen. Das Video ist noch nicht online bisher. Das ist noch hier ein bisschen in der Zeitblase. Ich drehe ein bisschen vor immer. Ach so. Ne, auf jeden Fall ist das hier. Bin ich echt gespannt, wie darauf reagieren. Ja, und wie gesagt, das ist hier keine extrem Profi-Restauration. Das ist wirklich komplett. Das ist so, wie man es halt mal so selber macht. Ne? Aber das ist ganz viel Liebe, sieht man in seinem Blick. Mit Liebe, er freut sich. Und wenn er heute Abend nach Hause geht, kann er gut schlafen. Genau, da hat er gut gepinselt. Und in 10 Jahren kann sich das Video hier angucken und kann sagen, hier, guck mal, ich habe die Kiste gepinselt. Wieso, ich arbeite doch. auch die Rente. Ja, genau. Aber doof, wenn ein Hupenklopf ist, das doof, ne, dass der weg ist. Schade. Ist echt, ist fast alles da? Kostet Geld. Ich weiß, das ist ja so ein, das ist auch so ein Bakelitlenker drin. Ja, ne? Alles, was alt ist und nicht mehr neu produziert wird, kostet viel Geld bei Oldtimern. Da ist es beim 500er Fiat, bei der Knutschkugel, ist es besser. Ist einfacher, gibt es mehr von. Ne? Man bekommt ganz einfach jedes Teil. Ist so, und haben wir ja gemerkt. Auch für Krümel. Also man muss nicht viel Geld ausgeben. Ne? Ja. Aber wir sind hier ja auch runde 20 Jahre früher. Wollte ich jetzt gerade sagen. Das Ding ist ja das ist der 50er Jahre, was wir hier haben. Wir sind ja, genau. Wir sind. Das ist ein richtiger Oldtimer. Wir sind hier in 1954. Ne, das ist ein Unterschied. Da war ich gerade mal in 10 Jahre alt. Und du warst noch in Abrahams Klammerbeutel. Ich war noch nicht mal im Beutel da. Vielleicht gerade so. Im Abrahams Klammerbeutel. Nee. Aber wichtig ist vor allem bei sowas halt, wenn man so ein Projekt kauft, ist mal so ein Problem, weil ihr seht das jetzt ja, was wir ja haben. Wir haben hier ein komplettes Auto, einfach ein komplettes Puzzle gekriegt und er hat noch keinen zusammengebaut, ich auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie er zusammensetzt, auch der Motor nicht. Das muss uns alles noch reinfuchsen. Also wenn jeder Experte von euch zuguckt, können jeden Tipp gebrauchen. Unser einziger Vorteil, den wir wirklich haben, wir haben hier noch einen zweiten, Tubolino Belvedere, so auch ein ähnliches Baujahr. Und hier, da können wir zusammen von denen immer abgucken, wie das funktioniert und wie das passt und wie das läuft. Und hier können sozusagen aus zwei dann einen machen, das ist der Vorteil. Also wir schlachten hier nichts, aber wir haben wenigstens ein Beispielauto. Ne? Guck mal, der hat ganz andere Einstiegsleisten. Oder? Guck mal, wenn du jetzt hier guckst, der hat diese hohen Einstiegsleisten. Und guck mal, der nicht. Guck mal, der ist von der Einstiegsleisten schon mal ganz anders. Ne? Schon mal aufgefallen? Der andere? Ja. Der ist hier so hoch. Ach so. Und hat da gar keine Leiste. Und der hier hat die flache Leiste. Ach so. Was ist der für ein Baujahr? Beides 54. Beides 54? Ja. Da haben die es nachhändig gemacht bei dem hier scheinbar. Sieht das so selber gebraten aus, so. Oder? Mal gucken. Das Spiel ist aber auch nicht original, oder? Sieht man da überhaupt was drin? Oh, eine Tür. Ja, guck mal hier. Also ich bin ziemlich sicher, dass sie das neu da reingeschweißt haben bei dem hier. Aber guck mal, da fehlt das Trittbrett, die Abdeckung oben drauf und die hat der Anratti, glaube ich, oder? Die hat die, ja? Guck mal. Der hat die nämlich dran. Der Anratti, guck mal, die Leisten, die fehlen bei dem anderen zum Beispiel. Der hat keine Zierleiste. Genau. Max, bist du zufrieden mit meinem Ergebnis? Harald, ich bin sehr zufrieden. Aber schön. Ne, nochmal von drüben hier nochmal pinseln und dann ein bisschen trocknen lassen, dann nochmal eine Schicht drauf. Genau. Und dann haben wir dann kleben wir das hier nochmal schön ab, machen den Tunnel schwarz. Jo. Und dann ist das ein super Ding. Dann werden die Schienen eingefettet, damit die nicht mehr festgammeln, die Sitze. Damit wie vorher. Nicht mehr festgammeln wie vorher. Genau. Das ist gut. Das ist genau so sehe ich das nämlich auch. Also sonst ein richtig schöner Zustand. Kannst sagen, was du willst. Die haben da schon einige Teile dran gestrahlt, habe ich gesehen. Lampentöpfe sind gestrahlt, die da drin sind. Von der Kotflügel. Ne? Türdichtung natürlich alle platt, aber ist nicht schlimm. Da haben wir schon eine Quelle für. Weil wir haben schon die falschen von dem bestellt. Das funktioniert. Ne? Guck mal, das Dach haben wir auch da original. Das ist eine alte Fußmatte. Und die Fußmatte, die auf dem Dach jetzt hier drauf ist, die wird später Fußmatte fürs Auto. Genau. Hier schmeißen wir nichts weg, ne? Wird schön zurechtgeschnitten. Original gegurkt. Besser geht das nicht. Der Max hat nämlich original Operationswerkzeug. Genau, hier mit Kaisern alten Skalpell. Und dann geht das los. Zum Sezieren. Und dann machen wir das. Hauptsache kein Rost mehr drin, ne? Das Wichtigste. Hauptsache kein Rost. Das müssen wir nicht haben.
Sonst mögen kein Rost sein. Oha, aber richtig schönes, mit grün. Richtig schönes Lenkrad eigentlich drin vom Zustand noch, ne? Obwohl hinten ist das ein bisschen ange. Ja, es ist ein leicht angefressen. Ja, das sind diese Bakalit-Dinger, ne? Die werden halt nicht so mega alt. Beim Trabi sind die noch schlimmer gewesen, beim ganz alten Trabi. Als ich in Texas war, da ist John Wayne damit gefahren. Ja, genau, John Wayne war das. John Wayne, sein Gaul ist ihm unter dem Arsch weggestorben. Dann hat er erstmal original diesen Vogel genommen. Und weil John Wayne, der war ein bisschen rauer als die anderen. Genau, der hat dann abgeschliffen mit seinen Händen. Genau. Und der hat einen Hupenklapp auch verloren dann. Ja, genau, aber Hupe brauchte er da nicht. Hier, guck mal, schließ mal drauf. Hier, guck mal hier. Versicherung läuft ab September 1988. Ja. Ne? Von John Wayne. Ja, von dem Auto. 1981 haben die ihn zugelassen in den USA. Wahnsinn. Und 1988 haben sie ihn abgemeldet. Ist ja voll. Texas. Republik auf Texas. Ganz geiles Tool. Ganz cool, ne? Überleg mal, wie oft er schon auf dem Schiff gewesen ist, über den Atlantik gesegelt ist, der Wagen. Mindestens zweimal. Mindestens. Ja, mindestens. Das Schärfste ist immer, dass du im Dunkeln hier sitzt, wenn du am Arbeiten bist. Komplett, kein Licht an. ich brauche ja nur da, wo ich arbeite. Nö, wenn du im Innenraum bei bist, reicht das. Das sehe ich auch so. Ja. Das lassen wir jetzt schön trocknen. Genau, dann nochmal eine Schicht drauf, irgendwann Tage oder was. Oder morgen. Eine schöne Schicht, morgen Abend. Und der ist ja gut. Sehe ich auch so. So. Mein Gott im Himmel. Wird schon werden. Aber vergessen Deckel nicht auf die Farbe drauf zu machen. Nicht, dass du da noch einen anderen Pott brauchst. Das darf nicht trocken werden. Dann schießt du da morgen mit einem Pinsel und haust darauf rum. Also dann habe ich zwei davon. Also wenn wir ein bisschen clever sind, wir können da ganz komplett Oliv anmalen im Wagen. Kein Problem. Ja, genau. Dann machen wir eben schnell. Bundeswehr-Style. Vielleicht will die Bundeswehr ja noch zusätzlich ein. Komm, ich habe einen Hupenknopf gefunden. Blinker? Vier Pinnen haben wir auch, ne? Hast du die Blinkerhebel gesehen bei dem Auto da? Die Blinkerhebel? Und sowas? War die dabei? Ich hab die nicht gesehen, nein, ich auch nicht. Kam ich jetzt gerade drauf, wo ich mich reingesetzt habe. Nein. Ist nicht da. Nee, die fehlen. Scheiße. Oh, hab ich auch gerade schon gehabt. Mit Verdünnung nachher dran und gut ist das. Nee. So den guten alten Farblappen und machst das wieder weg. Nee. Komm, nimmst du so, warte. Leg erstmal oben drauf, das Ding hier. Jetzt hängen wir erstmal raus. So, jetzt habe ich auch grüne Hände, aber das ist egal. Mhm. Das kannst du mal so trocknen, danach ist er wieder gut. Nein, ich will nur die Schienen nicht verkleben mit Farbe, weil dann läuft nachher der Sitz. Das stimmt, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So, aber guck mal, das ist schon mal schlecht. Das haben wir gerade so gesehen, ne? Habe ich jetzt gerade nur irgendwelche anderen drin gesessen, habe gesehen, dass die fehlen. Aber da fehlen wirklich ein bisschen Elektrokram, fehlt da dran. Ja, oder das macht zu Hause im Sauerwerk. Das kann auch sein. Brauchst du die Decke noch? Nee, ne? Die ist gut für die Hände. Nee. Oh, guck mal, hier sind noch Wand und Decken weiß. Nur was meinen wir denn damit an? Mit dem ersten Regen geht wieder alles ab. Wand und Decken weiß. Wand und Decken weiß. Dann machen wir den Unterboden mit. Ach, rein. Ne, aber die Stoßstangen sind noch schön. Die kriegst du astrein wieder aufpoliert. Die sehen nach wieder aus wie neu. Bei denen sind die ja so angemalert hier. Bei denen sind die wirklich. Da kriegst du schnell wieder hin. Das ist nur einmal eben mit Maschine rüber und das ist doch gut. Kurz dazu noch. Ein paar fehlende Teile, die mir aufgefallen sind. Da habe ich einen Freund am Bodensee. Ja. Der hat sich von 1938 den gleichen. Das ist der alte, ne? Fiat Topolino fertig gemacht. Ja. Aber das war noch eine Simca, eine Marke Simca Fiat. Ja. Und der Mann, der hat sich den fertig gemacht, weil er Jahrgang 1938 ist. Das passt. Und er wollte unbedingt auf sein Geburtsjahr den Topolino haben. Und das hat er hingekriegt. Und der heißt Cresia und ist ein Freund von mir. Und der ist sowas von glücklich mit seinem Auto und fährt jede Rallye noch mit, obwohl er ja auch schon 82 ist. Muss man ihn lassen, ne? Ja. Auf jeden Fall. Macht alles selbst. Du Harald, wenn wir den fertig haben, fahren wir dann nach Afrika. Ja, sowieso. Das sowieso, ne? Ja, sowieso. Durch die Wüste. Dann rudeln wir wieder so mit los.
haben wir schon. Wie ist der denn? Ich finde, der Moor sieht auch vertrauenswürdig aus. Ja, das sehe ich zwar noch nicht, aber. Ah, wenn ich die Tage jetzt Zeit habe, ich habe momentan ein bisschen wenig Zeit. Siehst du ja, ich habe immer was zu schräubeln. Dann hole ich mir den mal rüber, ich packe mir den auf eine Werkbank, ich flute den mit Öl, ne? Und dann hier erstmal Anlasser an Strom dran und dann würde ich mal komplett mal eben Kompression messen bei dem Ding, ne, wie das ist. Rüberziehen in deine Werkstatt? Ja, noch nicht, machen wir mit Ruhe. Okay. Jetzt brauchst du, steht doch hier nicht im Weg rum. Max, was können wir an diesen markanten Stellen machen, die ja doch ein kleines bisschen... Aber mach doch mal immer den markanten Lappen von der markanten Farbe runter, du. Die schon abgeschliffen. Das machen wir noch. Lass die erstmal so, wie die sind, weil das durchrostet, siehst du das? Ja. Das heißt, da müssen wir erstmal gucken, ob wir das eventuell schweißen oder ob wir das eventuell zuspachteln. Mal gucken, wie schlimm der Rost ist. Aha. Okay. Ne? Weil der hat da drüben ja auch, siehst du, von der anderen Seite. Ja, ja, klar. Es sind wahrscheinlich die neuralgischen Stellen. Ja, schätze ich auch. Aber sonst vom Rost her, Unterboden ist super von dem Ding. Du, Harald, denk immer dran, wie alt die Kiste ist, ne? Ja, guck mal, der ist alt, uralt und unrestauriert, ne? Der ist seitdem durchgelaufen. Siehst ja. Und wie alt du schon aussiehst und noch so jung bist. Ja, weißt du, was ich meine? Oh, guck mal, da ging sie dir noch gut aus. Warte mal, ich wollte noch was gucken. Mir ist gerade eingefallen, bei dem hier, was ich gucken wollte, als Vergleich. Luftklappeneinstiege. Das ist da. Ist die Blende denn da? Ja, die müsste da sein, ne? Wo die beiden Anzeigen drin sitzen. Aber das ist immer das Problem, das ist doof, wenn du so eine Restauration hast und die kleinen Teile, die gehen immer so ins Geld, ne? Das ist furchtbar. Weil die ganzen Großteile haben wir, der Motor sieht komplett aus. Siehst du der Einstieg? Oh, der sieht hier ganz anders aus. Ja, der ist anders, ne? Da haben sie mal einen geschweißt mit. Ich glaube, das haben sie reingeschweißt da vorne. Mhm. Ja. Von den Topolinos sind gebaut worden ungefähr 640.000 Stück. Ja, oh, und davon gibt es 640 noch, oder was? Davon gibt es, ja, es gibt in Deutschland gibt es einen... gibt auch Clubs von, einen großen Club, habe ich gesehen. Einen großen Topolino-Club, der ist unten in Süddeutschland. Und der hat auch sehr viele Mitglieder, die auch sehr enthusiastisch bei der Sache sind. Und ja, habe ich gesehen. Auch alle schöne Autos haben. Ja, der sieht ja ganz anders aus. Ja, grün, ne? Noch grüner. Grün. Ja, so, es ist grün. Ich bin gespannt, wenn wir den Kollegen zusammen bauen. Max, hast du zufällig Politur? Natürlich. Hast du auch. Natürlich habe ich Politur da. Dann komme ich jetzt zu dir. Wollen wir die von innen grün machen? Von innen grün? Nö, ich würde das, wenn ich ehrlich bin. Ja, da war ja schon mal jemand dabei mit Silber. Also erstmal das Polieren von der Stoßstange, das müssen wir nicht mit Maschine machen. Ne? Das muss richtig ordentlich sein. Da brauchen wir jetzt nicht mehr an, wir müssen ja diesen Rost da weg haben, die Rostpickel. Schau mal, ist das? Hör mal. Ja, ja. Ne, das ist nicht mal eben so schnell. Da müssen wir wirklich ordentlich eingespannt. Da sind wir auch 2-3 Stunden dabei, oder? Da sind die wirklich wie neu. Ja? Ja. Aha. Die wollte ich auch mal mit Abbeißer machen, diese hier. Guck mal, dass das wieder freikommt hier. Aha. Ich finde den aber auch schön. Bei dem mache ich halt gerne... Der ist halt noch echt mit Patina, ne? Hm. Das finde ich schön bei dem. Dieser kommt von einer Behindertenwerkstatt. Ja. Und da hatten die Behinderten Halbwüchsigen und, naja, Teens und Twens, die hatten die Aufgabe, in einer Polsterei selber den Wagen auszustatten. Der sieht auch so gut aus. Unter Anleitung eines Meisters. Mhm. Und der Meister, der hat immer nur dabei gestanden und hat gesagt, ihr müsst dieses Material nehmen und so wird zugeschnitten und das müsst ihr machen. Und dann hatten die da dafür eine Vorlage, dass die, also beispielsweise solche Taschen, dass die genauso gesehen haben, die mache ich jetzt nach. Und so ist dieses Auto... Im Innenraum entstanden. Ja, mit behinderten Menschen. Ja, siehst du, ja. Das ist doch, vor allem ist die Arbeit auch geil geworden. Also der sieht ja von innen wirklich aus wie neu, ne? Und hab den auch deshalb auch viel zu teuer gekauft. Ja. Aber das war es mir wert. Also die Leute, die waren so begeistert dabei und haben sich gefreut, dass sie das machen durften. Ja, sehe ich auch so. Ja. Manchmal ist das Geld egal, manchmal sind andere Sachen wichtiger, ne? Ich sage immer, Geld haben wir nicht, aber schöne Möbel. Genau.
Und die Dichtungen sind echt nervig, weil das ist die originale Dichtung, die hier drin ist. Ja, wird schon wärm. Mal gucken, wie der von der Zeit entsteht, ne? Wie gesagt, das ganze Puzzle da drin, das Gute ist, der Kabelbaum ist noch drin zum größten Teil. Aber wir werden noch vier ran fluchen. Naja, Hasis, das war's erstmal mit der Kiste. Harald pinselt weiter, ich halte euch mal nebenbei auf dem Laufenden. Und zu der Motorgeschichte kommen auf jeden Fall auch noch ein paar Videos. Ne? Ich kann da auf jeden Fall Tipps zu gebrauchen. Wie gesagt, ich bin kein Fiat-Schrauber, ich bin kein Fiat-Experte. Da kann ich jede Hilfe gebrauchen. Ne? Ohne Flags. Aber sieht in meinen Augen komplett aus. Lichtmaschinenregler, Lichtmaschine. Was ist da hinten noch drin? Wasserpumpe, elektrisch. Ne? Habe ich schon mal behauptet, ich weiß. Ventildeckel ist dabei. Eine andere Riemenscheibe für vorne ist dabei. Krümmerchen ist dabei. Batterierkappe, Benzinpumpe. Sehe ich auf den ersten Blick. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ne? So, ich melde mich ab. Ihr wisst Bescheid. Harald pinselt weiter. Munter. Thank you.